So, weiter geht's auf der Platte Buxtehude. Hier sehen wir sie in Blau von links nach rechts. Die HSG in Weiß diesmal von rechts nach links. Und wir machen weiter mit den ersten Sieben. Wir hatten Refieux, wir hatten Lisa Frey, natürlich Marie Michalczyk, Letizia Quist, Emeline van Wingerden auf der rechten Seite. Und im Gehäuse steht Melanie Veit auf Seiten von Buxte. Natürlich Marie Andresen im Gehäuse. Dann haben wir im zentralen Rückraum Mia Lakenmacher, die 33. Liv Süchting fängt auf der Halblinken an. Isabel Dölle haben wir auf der Halbrechten. Maxi Mühlner auf der Kreisposition. Theresa von Prittwitz auf links. Und rechts hätten wir noch Mai Niesen. Ja, erster Fehlwurf von Alexia Hauf. Ja, Franzi, Alexia hat ja im Prinzip auch im Nationalteam so ein bisschen deine Position anvisiert. Macht das eigentlich relativ gut. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast. Doch, auf jeden Fall. Also ich habe schon mal ab und an reingeguckt. Und das ist super wichtig, auch für Blomberg wieder eine Linksaußen zu haben, die einfach schnell nach vorne geht. Das ist einfach das Spiel von Blomberg. Und sie macht das klasse. Gut in der Abwehr, ist flink auf den Füßen und absolute Gegenstoßspielerin. Und das ist richtig gut, was sie macht. Ja, ich bin gespannt. Ich habe es eben schon zu Steffen Birkner im Interview gesagt. Blombergs Stärke ist nun mal das Tempospiel, erste Welle, zweite Welle. Aber die Mannschaften, die Gegner stellen sich natürlich darauf ein. Die haben das langsam ausgeguckt, wie das wie der Hase läuft. Jetzt haben wir zwei Außen, die schnell nach vorne laufen können. Aber ich muss sagen, es muss auch ein bisschen mehr aus dem Positionsspiel kommen und das ist nicht so Blombergs Stärke. Bitter jetzt für Buxte, aber gut weggefangen wieder durch Liv Süchting. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, kein Problem. Ist das, ist natürlich auch ganz schön groß, Liv Süchting, ne? Kann man mal locker so einen Gegenstoß auch abfangen gegen Alexia. 1,84 Meter, boah, um genau zu sein. Schöner Treffer von Isi Dölle. Erster Treffer nach 2,5 Minuten. Ja, Schlüsselfigur wird heute auch sein Marie Andresen zwischen den Pfosten. Sie hat im ersten Spiel gehalten auf Teufel komm raus und die ganze Serie läuft wirklich richtig, richtig gut für sie. Und sie dürfen sie natürlich heute nicht warm werfen. Das war vielleicht auch das Problem gegen Oldenburg, dass Blomberg die Torfrau natürlich auch in Szene setzen konnte. Und das muss heute besser laufen, wenn man hier ein ordentliches Spiel abgeben wird. Marie Michalczyk mit dem ersten Treffer. Wir sehen was noch. Hat natürlich ganz viel Platz. Ja. Und das schlägt da oben links ein. Und die erste Parade von Melanie Veit. Ah, oh, schade. Ja, der Ableger von Quist auf Van Wingerden auf die rechte Seite. Hat nicht so ganz funktioniert. Aber auch das sind Sachen, die Steffen Birkner auch im Vorfeld oder die ganze Woche über schon gesagt hat. Diese Fehlerquote, die muss einfach reduziert werden. Und es waren in letzter Zeit wirklich eine Menge Fehlpässe dabei. Ja, vor allen Dingen kommt es bei so einem Spiel dann an. Direkter Konkurrent, wer macht weniger Fehler auch? Technische Fehler, was zu schnellen Toren führt. Weil Buxtehude macht auch ein schnelles Spiel, auch mit Gegenstößen, deswegen. Ja, diesmal hat Andresen zum ersten Mal die Klebe dran. Hier sehen wir sie, die 12. Hat ja bei Steffen Birkner eher weniger Spielanteile bekommen. Und jetzt nach dem Wechsel zeigt sie, was in ihr steckt. Und das war jetzt die 118. Parade in dieser Saison. Ist ja immer was Besonderes, wenn man vorher in einem anderen Verein gespielt hat, will man ja auch zeigen, dass man gut ist. Und dann ist man natürlich immer noch mal besonders motiviert gegen den alten Verein. Hoffen wir heute mal nicht ganz so doll. Ja, vielleicht war das auch so ein bisschen der Ansporn. Im ersten Saisonspiel gleich gegen den Ex-Verein einen Riesenauftritt hingelegt. Hat eben vielleicht sogar auch Vorteile gegenüber Lea Rüther, obwohl die sich beide nichts nehmen gebracht. Wenn man so einen Einstieg hat.
Aber auf die kommen wir nachher noch zu sprechen, Franzi. Ja. Da sehe ich die eine oder andere Parallele. Ja, 1:1 nach 5 Minuten. Buxtehude mit dem einen oder anderen Fehler in der Offensive mehr. Dafür defensiv ein bisschen stärker gewesen. Maxi Müllner geht da Marie Michalze ganz früh an. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass sie die früh aus dem Spiel nehmen, dass sie nicht ins 1 gegen 1 kommt. Na, Buxtehude zeigt auch gleich, ne, dass sie da sind und sind aggressiv auch. Sehr offene Deckung, aber beweglich, von daher gut. Oh, durch die Hosenträger von Michalczyk, der zweite Treffer für sie. Wir sehen was nochmal, da geht sie hoch. Ich glaube, da waren nochmal die Hände dran, ja, ganz kurz. Abgefälscht. 2:1. Ja, wir wünschen uns natürlich immer enge Spiele hier oben, Franzi. Die sind wenigstens auch interessant zu kommentieren. Nächster Treffer von Isabel Dölle. Schöner Wurf. Van Wingerden, diesmal macht sie es. Von der rechten Seite. Profitiert natürlich heute auch durch den Ausfall von Lisa Rajes. Aber direkt neutralisiert und das ist ärgerlich von Liv Süchting. Aus Sicht natürlich von Buxte ganz, ganz wichtig dieser Treffer. Wir werden sicherlich sehen, ob die Mannschaften bei das Tempo die ganze Zeit so halten werden können. Halten werden können, sagt man das so? Halten werden können, hört sich gar nicht so schlecht an, Franzi. Halten können. Bin ich gespannt. Michalczyk. Ja, diesmal zieht sie so ein bisschen vorweg. Das ist das, was wir eigentlich gegen Oldenburg von ihr schon erwartet haben. So ein bisschen Verantwortung übernehmen. Und jetzt den dritten Treffer von 4 für die HSG Blomberg-Lippe. Durch Marie Michalczyk. Ja, auch sie wieder zu dem Drei-Nationen-Turnier eingeladen worden von Markus Gaugisch. Ja, es ist wichtig für Blomberg und es ist auch eine schöne Anerkennung, wenn Spielerinnen aus Blomberg halt dabei sind und hat sich sicherlich verdient und ist sicherlich nicht umsonst dabei. Fahrkarte von Theresa von Prittwitz. Marie Andresen, hier sehen wir es. Van Wingerden beschwert sich dann auch, dass sie da nicht frei werfen konnte, weil zwei im Kreis lagen. Ich weiß nicht, wie man sowas bewertet. Also, solange sie nicht berührt werden, soweit ich weiß, ist alles freier Wurf. Und sie nicht im Weg stehen im Kreis, denke genau. Ich, ist alles okay, wie sie es entschieden haben. Hat mich aber früher auch immer genervt. Aber was willst du machen? Ja, eine Anfrage beim Schiedsrichter kann man immer stellen. Ja, genau. Dölle, nächster Treffer. Auch für sie schon der dritte jetzt in dieser Partie. Und Alexia Hauf will es schnell machen. Wird gestoppt durch Nielsen. Hattest du früher immer Rituale vorm Spiel? Franzi, kannst du sagen, ich habe mich immer so und so vorbereitet. Also gab es da was, was du immer gemacht hast? Boah, das ist jetzt echt, nee, ich glaube nicht so wirklich. Also ich habe jetzt nicht so, ich ziehe immer den linken Schuh an oder den rechten, nee, eigentlich nicht. Nichts Besonderes. Man hat immer denselben Ablauf tatsächlich so gehabt, das sehe ich als Ritual. Und denselben Ablauf hatte jetzt auch Marie Michalczyk, ist der zweite Treffer, der so ist. Und das erste Team-Timeout für Dirk Leun und wir gehen erstmal ab in die Werbung. Thank you.
Und zwar geangelt, aber den ersten haben wir jetzt verpasst durch den Werbeblock. Aber ich verspreche Ihnen, liebe Zuschauer, wir werden heute noch diverse Ansagen hören im Kreis. Ja, der wird unzufrieden sein. Es waren jetzt natürlich viele Fehler, die sie gemacht haben. Auch einfache Fehler. Oh, Ronny Krüger möchte noch mitspielen. Ja, das will er wahrscheinlich wirklich gerne. Ist ihm gerade aufgefallen, dass es schon weitergeht. Ja, es sind einfach zu einfache Fehler passiert jetzt, glaube ich, auf Seiten von Buxtehude, und das wird Dirk Leun jetzt angesprochen haben. Ja, wollte nicht, dass Blomberg auch im Fluss kommt. Lieber frühzeitig da mal eine Bremse reindrücken. Das mal unterbrechen und ein bisschen Ruhe wieder reinbringen. Ja, Rufieux versucht dann natürlich auch einen Stürmerfoul zu provozieren. Aber dafür stand sie noch nicht. Das ist ja auch sowas, was sie hier in den Jahren gelernt hat. Das ist eine ganz, ganz clevere Spielerin. Also wirklich provoziert auch mal einen Stürmerfoul oder stellt sich einfach in den Weg. Und das ist der nächste Fehler von Buxte und die Möglichkeit für Blomberg, mit zwei Toren in Führung zu gehen. Hintenrum abgelegt auf Hauf. Ja, aber wir sehen auch, wie gut Buxtehude das macht. Sie drängen also wirklich die HSG weit, weit raus, verteidigen da vor 9 Metern. Ja, deswegen sage ich, sehr offensiv, aber total beweglich. Könntest du vielleicht auch mal mit einem Einläufer irgendwas machen, aber ja, aber Blomberg findet da keine Lösung, keinen Weg durch. Und der nächste Angriff gehört den Gästen. Lakenmacher kämpft sich durch, holt den 7 Meter. Isi Dölle wird antreten von der 7 Meter Marke. 15 hat sie getroffen in der laufenden Saison. Und oh, was für ein Wurf. Ja, da wollte sie wahrscheinlich direkt unter die Latte zimmern. Festwahrer auf jeden Fall. Festwahrer. Keine Gefahr für Melanie Veit. Ja, das ist natürlich ärgerlich, aber weitermachen. Und wir sehen es wieder. Maxi Müllner kommt ganz weit raus, verteidigt hier offen. Auch Mia Lakenmacher kommt. Und wir wissen, Blomberg kann diese offene Deckung nicht. Die haben da immer wieder Probleme. Und wir sehen es jetzt auch. Ball ist weg. Müllner läuft. Drinissa, Ausgleich 5:5. Das haben wir letzte Woche schon gesehen. Alle, die die HSG verfolgt haben, auch Oldenburg hat eine ähnliche Taktik gefahren. Sie haben also die Defensivvarianten, also aber die Defensive immer variiert und hat Blomberg da vor Herausforderungen gestellt. Ja, wir müssen die Abwehr erstmal weiter in Bewegung kriegen, in die Lücken reingehen, weil so ist es leicht. So provozieren sie die Fehler und schnelles Gegentor. Genau, Buxte kann in Führung gehen durch Mai Liv Süchting. Fünf zu sechs. Und es war in beiden Partien, das ist ganz, ganz kurios, die erste Viertelstunde letzte Woche bei beiden Mannschaften sah relativ gut aus und dann hat sich der Gegner abgesetzt und im Nachgang wurde dann verloren. Das heißt, vielleicht werden wir in den nächsten 3, 4, 5 Minuten sehen, wer nachher jubeln wird. Ich hoffe es natürlich nicht, dass es spannend bleibt. Ja. Aber nach der Viertelstunde war so eine kritische Phase bei beiden Teams in der vergangenen Woche.
Ja, auch Laura Ruffieu am Kreis hat es natürlich nicht einfach gegen Liv Süchtinger in der Zentrale mit 1,84. Da eine Sperre zu setzen und den Ball irgendwie zu kriegen. Das auf jeden Fall. Aber die Abwehr ist so, dass sie sich eigentlich nur viel bewegen muss. Theoretisch würde sie sicherlich machen. Es kommt ja immer darauf an, was auch angesagt ist, was zu spielen ist und so. Schauen wir mal. Stark durchgezogen von Lisa Frey, der Schweizerin. Wir sehen was. Da nimmt sie, da sieht sie die Lücke, geht da rein. Und ich glaube, Andresen sieht ihn auch relativ spät. Ausgleichstreffer 6:6. So, Ruffieu mit der ersten gelben Karte. Ja, sie ist dieses Jahr, glaube ich, wieder gut dabei unter den Sündern. Hat teilweise ein bisschen nachgelassen, habe ich sie schon bemängelt. Ich sage, Mensch, ich bin enttäuscht. Du warst immer unter den Top 3 und hast ein bisschen nachgelassen. Aber in den letzten Partien hat sie wieder gezeigt. Hat sie gezeigt, was sie kann. Dass man auch mal hier und da hinfassen muss. Ist auch wichtig. Ja, auf jeden Fall. Ja, Lomek ein bisschen Glück gehabt. Da hat dieser Frey schon eingehakt. Da war der Pfiff Gott sei Dank vorher. Jetzt kommen sie wieder raus. Ja, aber ist clever. Bevor Blomberg den Spielzug auch angesagt hat, stören sie dann schon wieder. Und dann ist Lisa Frey natürlich auch in der Bedrängnis, sich was anderes einfallen zu lassen. Anspiel auf Alexia Hauf, hat nicht funktioniert. Dafür das lange Ding auf schön Theresa gespielt. Von Prittwitz. Genau, klasse. Hier sehen wir es noch. Ja, das sind die Dinger, du kennst es selber auf links außen. Die muss man natürlich auch erstmal verwerten können. Man läuft mit Topspeed nach vorne, muss auf den Ball gucken, das Ding noch fangen und am besten noch vorm Kreis abspringen. Das sind ja gleich drei Sachen auf einmal. Wahrscheinlich mag ich deswegen die Tore am meisten. Für mich sind das die coolsten Tore, weil ich selber ganz gerne gemacht habe. Aber hat sie sehr gut gemacht. Oh, schade. Ach, schade, unter die Latte von Frey. Marie Andresen, hier haben wir sie. 1,96 groß, auch nicht klein gewachsen da zwischen den Pfosten. An ihr muss man erstmal vorbei. Aber wenn man sich zum Beispiel die Assists anguckt, da ist sie relativ wenig mit 4. Und Melanie Veit hat irgendwo bei 20. Oh, okay. Also da sieht man auch die Tempo-Gegenstöße im Prinzip so im Verhältnis, die dann auch erfolgreich abgeschlossen werden. Auf jeden Fall. Das ist ja auch Melles Stärke, dass sie einfach schnell den Ball rausholt und nach vorne zimmert und gute Pässe spielt. Ja, und direkt wieder einen weggefischt. Und jetzt die Fahrkarte von Michalczyk. Und Andresen macht es schnell. Starker Treffer. An den Pfosten links und eingenetzt, eingedreht von ihr, von der 28, von Theresa von Prittwitz. ...22 Jahre jung und jetzt das Team-Timeout von Steffen Birkner und wir hören uns nochmal, gehen wir nochmal in die Werbung oder hören wir rein? Wir hören rein. Von Mangels gegen 3-2-1. Hey, wir stehen zu viel, die laufen auf Tag, kriegen Ball im Stand, kommt weiter weg und dann Vorwärtsbewegung ohne Ball und dann überlaufen. Ihr habt die Tiefe, ihr habt die da. Ist alles okay, die Dinger müssen rein. Tauschen Lele Angebabwehr mit Lisa gegen Tietz. Jo. Ja, die Dinger müssen rein, sagt er. Da hat er nicht ganz unrecht, Franzi. Ähnlich wird das Dirk Leun hier im Kreis auch sagen, auch wenn er relativ ruhig Ansprachen hält. Ja, und die Fehlerabstände, die technischen Fehler, die einfachen Fehler. Auf Seiten von Buchse ist es eher eben gerade noch Maxi Mühlner gewesen, die noch die ein oder anderen Worte gesagt hat.
Auf jeden Fall Quist jetzt getauscht mit Enkünast und Franz ist gekommen für Lisa Frei. Die Außen und der Kreis ist belassen. Ja, Nele Franz ja auch ihr Comeback gefeiert nach der Meniskus-OP. Ist aber immer noch nicht wieder zur alten Stärke zurückgekehrt. Aber ich glaube, vielleicht braucht sie da auch noch ein bisschen mehr Einsatzzeit. Genau, das braucht Zeit, man braucht wieder Spielanteile, um wieder reinzukommen, die Sicherheit zu haben, voll ins 1 gegen 1 zu gehen, was immer ihre Stärke war. Das wird aber kommen, die ist noch jung, habe ich keine Sorgen. Hat ja auch ihren Vertrag verlängert für ein Jahr, weil sie sagt, sie ist natürlich auch dankbar. Der HSG Blomberg-Lippe erst den Kreuzband, jetzt Meniskus. Und weiterhin schenken sie ihr Vertrauen. Enkünast mit dem ersten Fehlwurf. Ja, finde ich auch richtig. Zeigt auch Loyalität. Ich meine, man kann ruhig dankbar sein, was ein Verein für einen gemacht hat. Und sie weiß, was sie hier hat und warum dann nicht hierbleiben. Ja, vielleicht zeichnet das auch diese kleineren Vereine aus, die vielleicht nicht so ein Budget haben. Da zähle ich jetzt Buxtehude auch mit zu. Dass man da einfach auch ein bisschen mehr zurückgeben kann. Oder auch Vertrauen hat. Starker Camper. Mega. Hier sehen wir es. Schön gesehen von Mike Nielsen und eingenetzt von Mia Lakenmacher. Starkes Ding, zählt aber trotzdem nur einfach. Ja, aber richtig gut gemacht. Ja, 6:9. Jetzt sind es 3 Tore Vorsprung für die Gäste. Aus der Halle Nord. Ja, und das ist jetzt die Viertelstunde, Franzi, die ich angesprochen habe, wo sich so ein Spiel schon mal drehen kann. Wo da schon mal die ersten Weichen gestellt werden. So war es jedenfalls in der Vergangenheit. Nele Franz auf Hauf und Andresen. Macht sie aber auch stark. Sie geht, sie sieht Alexia Hauf, kriegt den Ball, geht 2-3 Meter raus und dann ist sie einfach präsent mit ihrem Körper und fängt das Ding da weg. Da ist das Tor natürlich auch klein. Ja, genau. Hat halt auch eine Größe einfach damit. Wir müssen versuchen, wieder im Fluss reinzukommen. Nicht so viel klein-klein, jeder mal hakt sich da so fest, sondern wieder in den Spielfluss kommen, die Abwehr in Bewegung kriegen, dann ergeben sich schon die Chancen. Aber Buxtehude macht es halt auch klasse. Ja, auch Charlotte Kehr geht da immer wieder direkt nach Passempfang sozusagen auf die Halbrechte, auf Enkünast. Auch jetzt ohne Chance, das Ding loszuwerden. Und da scheitert sie im Block. Ein Pass, ja, was soll man da machen? Jetzt muss es knallen. Und ich hätte gesagt, Wahnsinn, wenn der reingegangen wäre. Ja, glücklicher Ballgewinn da. Dülle auf Melanie Veit und Alexia Hauf. Passt auf. Macht ihren ersten Treffer heute. Links vorbei in die Kiste von Andresen. Hier sehen wir sie, die Nationalspielerin Alexia Hauf. Ist ja aus Rosengarten gekommen, hat hier wirklich eine ganz, ganz starke Entwicklung gemacht. Abgelesen, kommt eigentlich auch aus Berlin, ne? Oder? Du kannst sie nachher fragen, ich weiß es gar nicht, ich möchte jetzt nichts. Ich glaube, dass das, oder aus der Nähe, Brandenburg, Berlin, irgendwie sowas. Ist ja deine Heimat, ne? Genau, deswegen. Wahrscheinlich ist es mir deswegen, habe ich es mir einfach nur gemerkt. Mein Nielsen. Links vorbei. So, erste Wischerpause.
Aber noch sind die Temperaturen ja relativ entspannt. Das haben wir im Sommer schon ganz anders gesehen. Da muss nach jedem Sturz erstmal gewischt werden. Ganz stark. Ja, das ist das, was sie ausmacht. Das ist auch das, was du eben gesagt hast von Ile Franzisemas. Da eben den Haken geschlagen und Andresen dabei auch noch ausgeguckt. Da ist die Bewegung nach rechts, also ist links offen. Das macht sie clever. Ja. Auch mit dem falschen Bein abgesprungen, damit es keine Schritte sind. Ja, gut. Es ist ein brutaler Ergebnissport, Franziska. Auf jeden Fall. Da gibt es keine, wie heißt das immer, Quai in Dingens-Ecke, wie beim Eiskunstlauf. Kiss and Quai, so heißt es. Keine extra Punkte für schön aussehen. So, die erste 2 Minuten Zeitstrafe gegen Maxi Mühlner. Ja, Alexia Hauf steht wieder, die ist hart im Nehmen. Die schüttelt sich jetzt. Ja, geht wieder. Wegwischen. Auf den Kopf, so ein bisschen auf den Rücken gefallen, auf den Kopf. Ich sage ja, bei Ronaldo hätten wir jetzt den Hubschrauber gerufen. Das ist hier im Handball ist das ein bisschen anders. Ich habe dich nur vor Augen mit deiner Platzwunde. Oh Gott, das ist schon wieder so lange her. Aber ja, die Narbe habe ich immer noch. Manchmal muss man sich auch dran erinnern. Ja. Michael Zick. Sehr gut. 5. Treffer durch sie hier. Da sehen wir es. Ja, heute sehen wir den Biss von ihr, den wir sehen wollen. Sie ist nun mal Birkners. Ja, ich sage jetzt mal Nummer 1 auf der linken Seite und auch die, auf die die Gegner natürlich am meisten gucken, weil sie ist Topscorerin der HSG Blomberg-Lippe, Nationalspielerin und da muss natürlich auch ein bisschen was kommen, auch wenn man hinten liegt und heute zeigt sie es wirklich gut. Ja. So, ich habe nicht hingeguckt, Franzi, du wirst es mir sagen, aber das Tor ist leer. Und schon sind die 3 Tore dahin. 10-10 durch diesen Treffer von Alexia Hauf ins leere Gehäuse. Und auch weiterhin ist das Tor von Dirk Leun und dem Buxtehuder SV leer. Marie Andresen auf der Bank, um die 2 Minuten Zeitstrafe auszugleichen. Für Mühlner ist jetzt auch Kara Hartstock am Kreis. Ja, hier sehen wir die Blomberger Fans. Die müssen hier ihre Mannschaft nach vorne trommeln. Miley Winterberg tropft ab an Michael Zick. Ja, vielleicht ein bisschen zu früh abgeschlossen den Wurf. Und direkt wieder Alexia Hauf in Kombination mit Melanie Veit. Jetzt hat sie Fahrt aufgenommen. Sehr gut. Das nächste Team-Timeout von Dirk Leun. Und ich glaube, wir hören rein oder wir machen Werbung.
So, Rückzug, Rückzug, 6-0 Deckung. Hartstock, geh richtig auf Michalczyk. Das hat er gesagt, falls Sie es nicht mitbekommen haben. Ich bin gespannt, wie Sie es umsetzen. Ja, vielleicht. Vor allen Dingen hat er gesagt, sie schicken jetzt Marie immer wieder gegen Kara, 1 gegen 1, soll sie aufpassen und da mal richtig zu lang. Bin gespannt. Ja, das ist halt natürlich, Kara Hartstock ist natürlich auch bekannt hier. Sie kennen sie natürlich aus dem FL, Frau Steffen Birkner weiß ihre Spielweise. Und Buchse wirft den Ball weg. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich jetzt auch nach dem Team-Timeout. Michalczyk, mal gucken, ob sie es umsetzt. Ja, das haben Trainer natürlich nie so gerne, wenn du eine Auszeit nimmst, sagst, was zu tun ist und dann direkt den Ball wegschmeißt. Ja, aber da ist, kann Blomberg sich auch nicht vorschützen. Nee. Also es war auch schon ein paar Mal so, dass wir dann nach den Auszeiten 2 Tore kassiert haben. Das ist natürlich unglücklich. Ja, aber es klappt natürlich nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Ist ja auch klar, dass man sich jetzt auf Michalczyk auch so ein bisschen einschießt. Nele Franz kommt auch nicht zum Abschluss. Aber sie bleiben in der 6-0-Deckung, auch wenn Hartstock jetzt so ein bisschen rauskommt. Ja, schöner Wurf an den Pfosten. Schön abgeblockt auch von Ruffieux und Franz, die da den Weg so ein bisschen frei stellen. Freigeschoben haben. Ja, clever gemacht von Marie, das kann man nicht anders sagen. Lisa Frey ist jetzt wieder für Nele Franz. Aber jetzt kommt der Wechsel. Frey eher defensiv platziert, Nele Franz kommt eher in die Offensive. Versucht, Buffieux anzuspielen. Aber die war, glaube ich, gar nicht zu sehen. Nee, ich habe sie auch nicht gesehen. Nächster Kemper. Meine ja, Güte. Das haben sie drauf heute. Ja. Hier sehen wir es. Miley Winterberg. Charlotte Kehr war es, glaube ich, die ihn eingenetzt hat. 11:11. Anderthalb Minuten noch in Halbzeit 1 im Topspiel der HBF zwischen der HSG Blomberg-Lippe und dem Buxtehuder SV. Und sie ist eine hier der Hauptakteure im Moment im Angriff von Steffen Birkner und Blomberg Marie Michalczyk. 5 Treffer bisher auf dem Plateau. Und auch die Blomberger Fans werden langsam wach hier in der Halle. Aber Franzi, du kennst das ja. Legt man zurück, ist es relativ stickum. Das ist so in Ostwestfalen. Und wenn man dann aufholt oder gar in Führung legt, dann flippen die aus ja, auf den Rängen. Dann sind sie da. Aber was ja auch gut ist, dann nimmt man den Schwung einfach als Spielerin auch wieder direkt mit. Nee, Franz. Moniert hier, ja genau, den Gesichtstreffer. Von Isabel Dölle. 2 Minuten Pause für sie, für die Nummer 11. Thank you.
Glück gehabt. Ich wollte gerade sagen, von halb rechts sieht man auch relativ wenig. Da ist keine Schnitte für M. Künast. Wird direkt immer gestellt. Ja. Nur aufpassen, dass man vielleicht mit dem Unentschieden noch in die Kabine beide gehen. Dann wäre es, glaube ich, schon ziemlich vom Spiel her auch passend. Auch gerechtfertigt. Ja, vielleicht ist manchmal so ein Tor hinten auch nicht schlecht. Dann kommt man vielleicht ein bisschen aggressiver raus. Aber vom Spielverlauf her, denke ich, geht 11-11 im Moment schon in Ordnung. Wenn sie die Kiste jetzt sauber halten und nicht der nächste Camper kommt. Das haben sie auf jeden Fall geübt im Training. Ja, 11-11, das ist es. Die erste Halbzeit. Ja, Franziska, kurzes Fazit zur ersten Halbzeit. Franziska, so hast du mich noch nie genannt, glaube ich. Ja, sage ich immer, wenn es ernst wird. Ja. Ja, also wie wir gesagt haben, Topspiel auf gleichem Niveau. Ich fand Buxtehude deutlich besser angefangen als wir. Wir sind in der zweiten Hälfte von der ersten Hälfte zurückgekommen, haben dann unser schnelles Spiel auch aufbauen können über Alexia, die dann die Tore auch reingehauen hat. Ein bisschen wenig kommt über die rechte Seite von uns, finde ich. Da könnte ein bisschen mehr kommen. Haben wir, ja, da hat er direkt Quist im Prinzip getauscht nach 5 Minuten gegen den Künast. Vielleicht ist jetzt wieder der Impuls, wenn Letizia Quist reinkommt, weil die körperlich einfach präsenter ist. Und das brauchen wir, glaube ich, heute auf der rechten Seite. Ja. Aber wir werden sehen. Steffen Birkner wird mit Sicherheit die passenden Worte finden. Dirk Leun auch, dafür kennen wir ihn. Und ja, Franziska, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Pause. Wir haben jetzt Hartmut Ehlert und Lisa Reyes im Halbzeit-Talk. Mal gucken, was die beiden sagen. Sehr gut. Bis später. Bis später.
Dann wollen wir hoffen, dass es in der zweiten Halbzeit noch ein bisschen nach vorne geht. Halbzeitstand 11:11. Was würdest du jetzt ansprechen in der Kabine in der Halbzeitpause? Ja, da gibt es eigentlich nicht so viel zu sagen, weil wir da schon sehr gut stehen. Wir doppeln, wir helfen uns. Vorne würde ich mich da selbst mehr auf den Ball bewegen. Wir müssen einfach viel bewegen, weil wir auch nicht abwehren. Und in die Lücken gehen und machen individuell starke Spieler. Michel macht das richtig gut. Wir gehen in die Tiefe und das müssen wir weitermachen und fahren ein bisschen mehr ins Konterspiel. Ja, das wäre gut, wenn wir das Konterspiel noch ein bisschen forcieren können. Wie ist dein Tipp für ein Endergebnis? Gib doch mal einen Tipp ab. Jetzt steht es 11 zu 11. Wir haben gerade schon gesagt, 35, 34 gibt es wahrscheinlich heute nicht mehr. Aber was schätzt du? Ich würde sagen, so 25, 23. Für uns natürlich schon. Das ist ein guter Tipp. 25, 23 für die HSG Blomberg-Lippe. Du bist verletzt. Du hast eine Verletzung am Finger. Was ist genau passiert? Ja, ich hatte bei einer Aktion beim Spiel gegen Oldenburg leider einen Daumen gebrochen. Ist halt leider Pech, aber ich bin jetzt drei bis vier Wochen erstmal raus und dann trainiere ich erstmal individuell und dann bin ich hoffentlich schnell wieder bei der Mannschaft. Kann man das jetzt irgendwie unterstützen, den Handlungsverlauf? Gibt es da was Spezielles für den Daumen, was du mit Fabian eventuell schon angehen kannst, oder ist das einfach eine Sache, die einfach Zeit erfordert? Ja, das ist halt eben so ein bisschen das Ärgerliche, die braucht einfach Zeit, so ein bisschen und dann hoffe ich einfach, dass ich schnell wieder bei der Mannschaft bin und ja, Fabio unterstützt mich, was das individuelle Training angeht und da gebe ich einfach Gas. Das sind wir gewohnt von dir, immer Vollgas. Wir sagen danke, wünschen alles Gute für den Heilungsverlauf mit dem gebrochenen Daumen und freuen uns auf die zweite Halbzeit. Danke, dass du hier gewesen bist und viel Spaß im zweiten Durchgang, Lisa Reyes. Ja, ihr habt es gesehen auf den Trikots. Unser heutiger Trikotpartner ist das Wohlthermen aus Bad Salzuflen. Als eine der erholsamsten Thermen der Region mit riesigem Engagement fühlt sich das Unternehmen den Sportvereinen in der Region und in der Heimat sehr verbunden. Daher engagiert sich die Vita Wohlthermen neben der ASG unter anderem bei der TSG Altenhagen-Hilden und bei Arminia Bielefeld. Das Logo ziert heute gegen den Buxtehude SV. Die Trikots von der Seite und wir sagen danke für die tolle Zusammenarbeit mit dem Vitasol in Bad Salzuflen. Und auch in der Halbzeitpause der Hinweis auf die Blomberger Versorgungsbetriebe, die BVB GmbH, beliefert ihre Kunden im gesamten Stadtgebiet zuverlässig mit Strom und Wasser. Die BVB GmbH mit Sitz in der Niederlandstraße 15 ist langjähriger und zuverlässiger Partner unserer ASG Blomberg-Lippe, die Blomberger Versorgungsbetriebe. Wir machen das für Sie. Und das nächste Heimspiel heute in 14 Tagen, Samstag, 25. Februar um 18 Uhr ist der BSV Sachsen-Zwickau zu Gast hier an der Ulm-Allee, das da der Schuss liegt. Wir sind gespannt. Aber zuerst gilt natürlich alle Aufmerksamkeit der zweiten Halbzeit heute hier. Und da hoffen wir, dass die zwei Punkte letztendlich in Blomberg bleiben. Halbzeitstand 11:11. Das wird ein hartes Stück Arbeit, aber unmöglich ist das sicher nicht. Bis gleich.
herzlich willkommen zurück zum Topspiel der HBF zwischen der HSG Blomberg-Lippe und dem Buxtehude SV. Ja, Franziska, wir sind frisch am Wasser. Guck, hier ist er noch im Bild. Das müssen wir nachher abbuchen. Sorry. Ja, alles gut. Ja, Franzi, 11:11. Wir sagen, das geht für die ersten 30 Minuten so in Ordnung. Wir haben gerade gesehen, Steffen Birkner kam aus der Kabine relativ entspannt, muss man sagen. Das haben wir hier schon ganz, ganz anders gesehen. Auch Dirk Leun recht emotional neutral, kann man das so sagen. Die sind wahrscheinlich beide so ein bisschen überrascht von der ersten Halbzeit. Aber von daher, jetzt sehen wir zum Beispiel auf der Platte Letizia Quist. Das ist das, was wir eben gesagt haben. Vielleicht müssen wir ein paar Impulse auf Blombergs Seite mal über die Halbrechte bringen. Auch Steffi Kaiser kommt jetzt an den Kreis. Das heißt, Steffen Birkner versucht da so ein bisschen Variablen reinzubringen. Auch Leni Ruwe sehen wir auf der Platte mit der Nummer 7. Also von daher ist es schon Steffen Birkner, der hier die zweite Halbzeit so ein bisschen anders gestalten möchte. Ja, auf jeden Fall. Und fängt ja wieder von Null quasi an. Also von daher freuen wir uns auf die zweiten 30 Minuten. Ja, Dirk Leun bleibt in seiner Formation. So. Und der erste Treffer von dem Youngster, von Leni Ruwe. Lackenmacher, die Zentrale im Buxtehuder Rückraum, kämpft sich durch, gestoppt von Lisa Frey und Emmeline van Vingerden. Ja, und diesmal ist es auch Blomberg, die so ein bisschen offensiver agieren. Da in der Abwehr, Letizia Quist kommt rechtzeitig raus und verhindert da den Wurf der Gäste. Passives Spiel jetzt angezeigt. Lackenmacher auf Süchting und da ist der Ball weg. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Oh ja, ganz genau. Hier sehen wir es nochmal. Guck mal, ganz, ganz clever abgefangen von Mai Nielsen. Da brauchte sie gar nicht sich groß strecken. Unaufmerksam von Letizia Quist. Den Pass auf Michalczyk. Ja, das darf heute auch nicht 12-mal passieren, oder? Nee, definitiv nicht. Das wäre nicht so gut. Aber Steffi Kaiser arbeitet halt nochmal ganz anders im Mittelblock, im Innenblock. Deswegen, ich bin gespannt, wie das so weitergeht. Jetzt gibt es 2 Minuten Zeitstrafe für Letizia Quist, weil sie da Müller geklammert hat. Bisschen zu viel wahrscheinlich. So, also Buxte jetzt mit diesem Angriff in Überzahl. Ja, Franzi, wie ist es? Muss man dann noch offensiver verteidigen oder geht man lieber dann in die 5-0-Deckung, sage ich mal? Was meinst du? Das fragst du eine, die links außen gespielt hat. Abwehr war jetzt nicht meine Stärke, aber... 7 Meter. Ja, ich glaube, Lisa Frey hat da den Schubser gegeben. Jetzt sehen wir es hier nochmal. Ja. Ja, ist okay, ne? Ja, würde ich auch sagen. Isabel Dölle gegen Melanie Veit. Und diesmal macht sie ihn rein. Von der 7-Meter-Marke. Hat ihren Wurfarm justiert, nachdem sie ja in der ersten Halbzeit das Ding in die Wolken geworfen hat. Vom Punkt ausgeglichen 12:12. Na, jetzt ist wieder Lisa drin. Ja, Melanie Veit auf der Bank, also leeres Tor
bei der HSG. Und jetzt dürfen sie natürlich den Ball nicht verlieren. Sonst wird das eine einfache Nummer. Immer noch sehr offensiv, Buxte. Schönes Anspiel auf Lisa auf Steffi Kaiser. Und sie macht ihn. Ja, da freut sie sich, die Österreicherin. Mit der 29. Ja, ein Tor in Unterzahl ist immer gut. Auf jeden Fall. Und jetzt gilt es hier, die restliche Zeit abzuspielen, abzusitzen und versuchen, Buxtehude in Schach zu halten in dem Angriff. Passiv jetzt angezeigt von den beiden Referees. Gut gemacht. Es wirkt jetzt auch ein bisschen kompakter da in der Mitte, in der Abwehr. Ja, sind jetzt auch wieder komplett. Ja, stark gemacht, auch von Hauf direkt drauf zu gehen auf Isabel Dölle. Also den besseren Start in Halbzeit 2 hat bisher die HSG. Und hier sehen wir, Marie Andresen pariert das Ding von links außen. Schöner Wurf. Oh. Ja, Steffi Kaiser hat da einen Richtung Ohr bekommen und muss 2 Minuten pausieren. Ja, Steffen Birkner versteht die Welt nicht mehr. Aber da war wohl der Schubser. Bälle wieder raus. Rüffje kommt wieder rein. Ja, aber alles gut. 13-13. Sie können hier die Zeit so ein bisschen von der Uhr spielen. Und man ist nicht so im Zugzwang. Rüffieu, da sehen wir sie wieder. Das ist das, was wir gesagt haben. Sie ackert und Enkünast verwandelt. Aber auch ganz stark von Rüffieu, die da im liegenden Pass auf Lisa frei wirft, damit sie hier einnetzen kann. Ja, und sich auch auf den Ball draufholt, um aller Macht haben zu wollen. Sehr gut. Die Dölle scheitert an Melanie Veit. Aber das Rückzugsverhalten von Buxtehude relativ gut jetzt auch. Ja. Geht ganz schnell wieder hinten. Maxi Müllner fordert hier auch ihre Mannschaft auf, Gas zu geben. Andererseits ist natürlich auch keiner gestartet, um den Pass von Michalczyk zu empfangen. Das ist eine Ansage gewesen von Steffen Birkner, ein bisschen ruhiger zu spielen und nicht jeden... Wegen den 2 Minuten wahrscheinlich. ...jeden Tempo-Gegenstoß zu nehmen. Ja, sie hätten hier gerne die Strafe gegen... Liv Süchting gesehen. Michalczyk scheitert an Andresen.
So, und jetzt holt sich der Trainer erstmal einen gelben Karton ab. Steffen Birkner. Franzi, wie ist das? Meinst du, macht das Sinn? Klar, als Trainer will man sich immer so ein bisschen äußern, auch Unmut zeigen, aber meinst du nicht, dass die Schiedsrichter da eher in die andere Seite reagieren? Ja, es kommt... Jetzt wird es hier hektisch. Ja, ich wollte gerade sagen. Es kommt tatsächlich immer so ein bisschen drauf an. Die machen sich dann schon vielleicht nochmal Gedanken, okay, vielleicht gucke ich doch nochmal das ein oder andere Mal nochmal ein bisschen... Maxi Müller muss jetzt das zweite Mal übrigens auf die Bank. Runter. Ja, nochmal auf die Situation, wie auch immer. Kann aber bei dem anderen Schiedsrichter auch in die andere Richtung gehen und die schalten auf stur. Das ist tatsächlich je nach Schiri-Paar unterschiedlich. Mia Zirke, auch sie verwirft, wollte da ganz lässig über Andresen drüber. Ja, manchmal wäre da einfach, aber hinterher weiß man vorher immer mehr, Franzi. Manchmal wäre der einfache vielleicht besser gewesen, aber gut. Ja, bei 14-14 haust du den Ding vielleicht erstmal. Aber das ist der Grund, warum wir hier oben sitzen und nicht da unten spielen. Genau. Könnte man schlau reden. Maria Dresen übrigens auf der Bank, leeres Tor und Isabel Dölle macht es und wir sehen das, was wir schon hier gegen Leverkusen gesehen haben. Sehr gut, schnell den Ball rausgeholt, so muss es sein, nicht lange daran festhalten. Steffi Kaiser sieht das leere Tor und neutralisiert das Ding direkt 15-15. Was für eine Partie, also macht richtig Spaß heute. Ja, so ist das Spiel gegen Leverkusen hier entschieden worden, in der letzten Sekunde, wirklich in der letzten Sekunde. Ja, auch durch eine schnelle Mitte, dann in dem Sinne, schnelle Mitte, schneller Anwurf. Ja, diesmal pfeifen sie zurück. Michalczyk wollte da das schnelle Tor suchen. Gut, dass er an der falschen Position stand. Er ist daneben gerollt, ja, lacht sie. Kann man mal machen. Probieren. Leni Rufe, der Youngster. Ist ja auch frisch ausgestattet diese Saison mit Bundesliga-Vertrag, hat ja die letzte Zeit in der dritten Liga verbracht, spielt auch immer noch dritte Liga, um einfach die Spielerfahrung zu haben. Und ich glaube, Franz, das ist auch sehr wichtig, wenn man in der Bundesliga weniger Spieleinsätze hat, dass man einfach drin bleibt. Ja, absolut, das ist ja auch das Konzept von Blomberg, dass man immer meistens in zwei Teams spielt, vor allen Dingen wegen den Spielanteilen, weil du vielleicht in der ersten Mannschaft nicht so viele wie kriegst wie in der Schönes Tor. Emeline van Wingerden. Wir sehen was. Da hat sie Platz. Und Netz ein. 16-15. Ja, wir kommen mal einmal auf Lea Rüther zu sprechen, Franzi. Und als ich das gelesen habe, da kam mir wieder was in den Sinn. 2019 habe ich was gelesen, mein Herz will noch, mein Knie kann nicht mehr. Du bist 28 damals gewesen, Lea Rüther ist 24, also es ist schon eine harte Nummer, wenn so eine Sportlerin aufgrund so einer Verletzung dann aufhören muss. Du kennst es ja nun mal selbst. Ja, das auf jeden Fall. Ist ja jetzt schon eine Weile her und sie ist tatsächlich ja noch mal deutlich jünger. Super durchgesetzt.
Ja, sie ist tatsächlich ja mit 24, finde ich, da bist du ja gerade mal auf dem Höhepunkt deiner Karriere. Das ist sicherlich sehr, sehr hart. Auch mit 28 war es hart. Aber mit 24 hast du noch alle Möglichkeiten. Dann genau. Nimmt dich noch jeder mit Kusshand. Das ist also schon ganz bitter. Also wir wünschen ihr natürlich alles Gute und dass sie einen adäquaten Ersatz für die Samstagnachmittage findet. Vielleicht ist sie ja auch, kann sie auch die Seiten wechseln und junge Spielerinnen vielleicht ausbilden. Man weiß es nicht. Da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten, um das Herz ein bisschen weiter schlagen zu lassen. Auf jeden Fall. Und die Gesundheit geht am Ende vor. Sie muss sich gut und wohl fühlen mit ihrem Körper und mit der Gesundheit und alles Gute dann. Ja, hier geht es heiß her. Zwei Tore jetzt in Front, die HSG Blomberg-Lippe. Wir haben noch knappe 20 Minuten auf der Uhr. Gute Viertelstunde auch gesagt. Kannst du dir jetzt aussuchen, Franzi, auch wenn du mich jetzt auslachst. Nee, passt. Künast, schade. Ich glaube, sehr, sehr viele Tore werden wir, also fallen hier in dem Spiel aber nicht, finde ich. Nee, das spricht aber auch für eine relativ gute Defensive, muss man sagen. Und natürlich auch den einen oder anderen Fehlwurf, den wir hier gesehen haben. Aber ich glaube, da nehmen sich beide Mannschaften nicht allzu viel. Ja, Wurfquoten von um die 50%. Blomberg mit 52. Ja. Und Buxte. Nein, Quatsch, ich bin auf dem falschen Spiel, aber das trifft es ungefähr. Ungefähr. Wir hätten es dir jetzt alle geglaubt. Schon okay. Ich glaube, ich war sehr überzeugend. Ja. Wie du sagst, ich kann entweder für gute Torhüterleistung sprechen oder wir werfen zu schlecht. Eins von beiden. Ja, guck mal, 53-1, 53-6. Also alles pari. Blomberg mit der etwas besseren Torhüterquote mit 31. Und Maria Andresen steht mit 26 etwas dahinter. Aber wie gesagt, das zeigt eigentlich der Spielstand, dass hier beide sehr, sehr gleichwertig unterwegs sind. Blomberg, muss ich sagen, ist in der zweiten Halbzeit ein bisschen besser ins Spiel gekommen und zieht es jetzt auch durch. Ja, finde ich auch. Müllner steht da jetzt wieder den Passweg zu. Michalczyk rammt durch. Kegelt hier Müllner um. Hier sehen wir es jetzt gleich nochmal. Einmal. Ja, wobei es ist eher Isabel Dölle, die da Maxi Müllner so ein bisschen K.O. haut. Aber auch sie, sehen wir ja, lacht da drüber. Kein Problem. Kannst du dich noch daran erinnern, wie oft du auf der Nase gelandet bist? Nee, geil. Also mein Highlight war ja, du hast mal irgendwann ein Video gehabt, damals mit Isabel Roch noch im Training. Rochi mit ihrer neuen Kamera hatte sie, weiß nicht, ob sie eine Helmkamera hatte, ich weiß es nicht, der Ball, der kam. Die hatte nur ihr Handy in der Hand. Auf die Kamera zu und glaube, das war ein Kopftreffer. Ja, das ist so. Also Torhüter hatten es manchmal nicht so leicht, Anna Mons sicherlich auch nicht bei mir, wenn ich mal was Wildes ausprobieren wollte. Ich glaube auch gar nicht, dass wir sagen können, wir kommen gleich in die heiße Phase. Denn ich glaube, die heiße Phase, die ist seit 45 Minuten. Und ich glaube, alle Zuschauer kommen heute auch auf ihre Kosten. Also das ist wirklich eine Partie, die man sich ansehen kann. Ich hätte gedacht, dass Steffen Birkner vielleicht auch jemanden ansetzt auf Maxi Müllner, die ja schon zweimal die zwei Minuten gesehen hat, um sie da aus dem Spiel zu nehmen. Und jetzt ist es das zweite Mal Steffi Kaiser, die auf die Bank muss. Und da hoffen wir mal, dass Steffen Birkner hier nicht allzu sehr ausflippt. Sonst gibt es gleich noch zwei Minuten gegen die Bank und da haben wir gar nichts gewonnen. Ich meine, Blomberg führt mit zwei Toren.
Und da würde ich mich jetzt vielleicht nicht künstlich schwächen. Das ist so. So, weiter geht's. Wieder in Unterzahl. Das heißt, Melanie Veit, wir sehen es schon, kommt Richtung Bank. Laura Ruffieux kommt dafür wieder zurück an den Kreis. Aber auch jetzt sage ich ja, sie können eigentlich ihren Angriff ganz entspannt runterspielen. Mit zwei Toren im Rücken. Oh, ich kriege hier schon Nachrichten, dass ich Anna Mons gesagt habe. Sorry, Anna Mons Kühn natürlich. Da muss ich mich auch damit immer, jeder Bescheid weiß. Da kann ich mich auch nicht von frei sprechen. Ich habe es die ersten Male auch immer gesagt. So, nächster 7 Meter. Mia Zierke zum zweiten. Eben hat sie versucht, mit dem Heber über Marie Andresen drüber zu heben. Aber es hat nicht geklappt. Mal sehen, ob sie jetzt die einfache Variante nimmt. Andresen. Ja, da wollte sie aber auch durch sie durchwerfen, wie das aussieht. Ja, sie hat drauf gehofft, dass sie springt. So sah das aus. Und da wäre er durch die Hosenträger gegangen. Also hatte sie schon was bei gedacht. Aber Andresen bleibt stehen. Aber du wirst auch immer Franziska Müller bleiben. Also von daher. Ja, das ist okay. Stark. Melanie Veit. Magda Kaspakova. Ja, schön die Seite freigespielt. Da hatte Mai Nielsen ganz viel Platz. Hier sehen wir es. Alexia Hauf kommt zu spät. Anschluss 17 zu 16. Hier sehen wir wieder die Blomberger Anhänger und Family and Friends. Ah, unglücklicher Pass von Michael Zickhoff-Künast. Und da ist der Ausgleich von ihr, von Theresa von Prittwitz. 17 zu 17. Ich markiere schon mal meine Interviewpartner, Franzi. Weißt Ach so. Du, ich habe schon gedacht, was kritzelt denn da jetzt rum? Ja, und hier sehen wir es nochmal am 1. und 2. April 23 in der Porsche Arena Stuttgart. Das Haushahn Final Four, der neue Namensgeber des DRB-Pokal der Frauen. Mit dabei die SG BBM Bietigheim, der VfL Oldenburg, die Tussis Metzingen und Bensheim Auerbach. Auch die Partien wurden ja schon ausgelost. Bietigheim im Halbfinale gegen Metzingen und Oldenburg gegen Lenzheim. Also spannende Partie. Das heißt, ja, im Finale vielleicht ein Underdog. Und das Ganze am 1. und 2. April. Final Four ist immer geil. Das ist richtig gut. Ja, Steffi Kaiser muss jetzt langsam noch ein bisschen aufpassen. Da, der nächste 7 Meter gegen Maxi Müllner. Nicht, dass es nachher noch Müllner ist, die da Kaiser rauskegelt aus der Partie. Torwartwechsel jetzt. Zoe Ludwig wird kommen, die Nummer 12. Gegen Isabel Dölle. Übertreten oder was war das jetzt hier? Ja, hätte ich jetzt fast gesagt.
Meine Güte, ja, das wird aber nicht aufgepfiffen, oder? Habe ich auch ehrlich gesagt, wüsste ich jetzt nicht, wann ich das gesehen habe. Jedenfalls nicht in der Liga. Okay, wäre mir jetzt nicht aufgefallen wahrscheinlich, aber okay. Aber gut, auch da muss man sagen, vielleicht ein bisschen Nervosität. Team-Timeout jetzt für Steffen Birkner. Schub. Ja, ich bin gespannt. Viel 1 gegen 1, habe ich gehört. Wir Steffen Birkner jetzt sehen. Quist ist zurück auf der Platte. Steffi Kaiser ist zurück. Und Blomberg muss jetzt auch ein bisschen Gas geben. Ich glaube, wenn sie hier gewinnen wollen, müssen jetzt so ein bisschen mehr Tore im Abstand her. Gleiches gilt natürlich auch für Buxtehude. 10 Minuten nur noch. Also von daher sollte noch mal was passieren. Boah, Letizia Quist, hier sehen wir es nochmal. Der hat sich, ich habe es gar nicht gesehen, da an Andresen abgefälscht und rein. Schöner Treffer von ihr. Oh ja, und das ist auch klar. Auf der Gegenseite der nächste 7 Meter, verursacht von der Torschützin von Letizia Quist. Isabel Döller aber super durchgesetzt, gut das Tempo mit aufgenommen. Ja, und wieder Torwartwechsel. Und diesmal tritt an Charlotte Kehr von der 7-Meter-Marke. Charlotte Kehr gegen Zoe Ludwig. Forsten! Oh, das ist sehr, sehr bitter für sie und den Buxtehuder SV in dieser Spielphase. 19:17 weiterhin für Blomberg. Und ja, Franzi, ich erwähne es halt immer wieder, vielleicht sogar etwas richtungsweisend heute in Sachen Europapokalplätze. Das ist nun mal so, dass die Zone, wo Blomberg und Buxtehude sich langfristig auch einfinden möchte. Und da ist der direkte Häusern Sieg gegen den direkten Konkurrenten natürlich Gold wert. Auf jeden Fall, vor allen Dingen nächste Woche dann auch gegen Metzing. Das sind die entscheidenden Spiele. Ganz genau. Ja, und Quist jetzt wieder mit dem Fehlpass. Das haben wir heute schon ein paar Mal gesehen von ihr. Da muss sie sich ein bisschen besser konzentrieren. Ja, das ist so. Wenn sie da ihre Mitspielerin sucht. Ja, Buchse lässt da gut den Ball laufen. Ja, und das ist schon natürlich ärgerlich. Ich sag mal, die an Michaltik dann vorbeiziehen, das soll man dann nicht machen. Stark, kann man nichts gegen sagen. Der dritte Camper, hier sehen wir es, von Dölle. Super, aber auch von... auf Theresa von Prittwitz. Genau, super verwertet. Klasse gemacht. Ja, das direkte Anspiel war zu, da kamen sie nicht hin. Da ging eigentlich nur der Pass durch den Kreis und das haben sie super umgesetzt und verdient jetzt auch wieder angeschlossen. Kaiser scheitert an Andresen. Ja, jetzt machen wir uns, Blomberg macht es sich vielleicht jetzt selber nochmal schwer oder will es nochmal spannend machen. Thank you.
Ja, ich wollte gerade sagen, lassen lange spielen. Jetzt der Arm oben und Dölle setzt sich durch, schlägt wieder den Haken. Ja, und wir sehen direkt das nächste HBF-Topspiel am kommenden Samstag bei den Tussis aus Metzingen. Und wieder die HSG Blomberg-Lippe. Live natürlich hier bei sportdeutschland.tv. Und jetzt ist Marie Andresen da und das ist das, was Blomberg im Vorfeld gesagt hat. Das darf nicht passieren. Wir müssen die Torhüterin im Prinzip rausnehmen aus dem Spiel. Aber jetzt kommt sie in der Crunch-Time. 6 Minuten vor Schluss. Es steht unentschieden. Das war schon wieder so ein Teufelspass von Quiz. Wir haben von vornherein gesagt, es wird eine spannende Partie, ne? Jetzt haben wir's. Oh. Andresen. Ah, hätte sie auch, guck mal, sie hat sich aber auch gleich weggedreht. Jetzt sehen wir es vielleicht gleich nochmal. In der Slow-Mo. So, da hätte sie den Ball eventuell nochmal holen können. Ja, aber ist natürlich, aber wenn du dann erstmal verwirfst, erstmal straight zurück. Charlotte Kehr bringt hier ihre Farbe in den Front. 19 zu 20. Erste Führung der zweiten Halbzeit für Buxtehude. Ja, wir müssen vorne die Dinge einfach reinmachen. Ja, und die Pässe einfach genauer spielen. Das ist, glaube ich, das, was jetzt auch Blomberg teilweise zum Verhängnis geworden ist. Diese unachtsamen Pässe. Aber Buxtehude macht es auch gut, die sind giftig in der Abwehr, obwohl die so offensiv sind, gehen, scheuen keinen Zweikampf, das ist richtig gut. So, jetzt gibt es den 7 Meter und 2 Minuten Zeitstrafe gegen Charlotte Kehr. Und jetzt tritt Marie Michalczyk Richtung 7 Meter Marke. Acht Treffer hat sie in dieser Saison von der Marke erzielt. Und auch den macht sie, ganz, ganz wichtiger Treffer von der Frau mit der 24. 20-20. So, 4 Minuten noch. 20-20. Ja, Buxte kommt zum Treffer über sie hier, Isabel Dölle. Ich glaube, das war alles fein, so wie es war. Es wird auch nicht mehr geben als ein Freiwurf. Ja, die hält sie halt. Ärgerlich wäre jetzt, wenn sie noch an der Lippe bluten würde oder so und raus müsste. Ja, das ist halt, ja, sind solche Aktionen, die brauchst du dann nicht. Kurz vor Schluss. Michalczyk an den Pfosten.
Ganz, ganz bitter. Dieser Pfostentreffer. Oder war Andresen da dran? Ich habe es nicht ganz gesehen. Nee, ich glaube Pfosten. Jetzt am Mittwoch muss der Buxtehude übrigens in den THC ran. Um 19:30 ist der Anwurf am 15.02. Und dann geht es am 26. direkt weiter, den Sonntag, bei Bayern 04 Leverkusen. Die HSG Blombeck-Lippe nächste Woche, Samstag, den 13. 19:30 Topspiel der HBF gegen die Tussis aus Metzingen im Süden. Und dann das nächste Heimspiel am 25. Februar hier an der Ulmer Allee, wie gewohnt um 18 Uhr gegen Sachsen-Zwickau. Süchtling tankt sich durch, abgepfiffen, Glück gehabt für Blomberg. Langer Angriff auch, nimmt natürlich ganz schön Zeit vor der Uhr. 2 Minuten haben wir noch. Süchtling, Fight, ganz wichtig. Kreis ab. Gut gesichert auch von Steffi Kaiser, die sich da in den Weg legt. Team-Timeout für Steffen Birkner und jetzt hören wir rein, was Steffen da zu sagen hat. Wir spielen Steffi in der Sperre 1 und 2. Lexi geht über, der Ball kommt von Tizi dahin, zurück auf Mitte. Druck auf die Zweiergruppe mit Steffi 1 gegen 1 oder Steffi ist anspielt. Das Licht geht raus und heute mehr. Wir bleiben immer 5-1 ab, okay? So, die Ansage hat er gemacht, Steffen Birkner. Sie liegen einen hinten, nachdem sie in der ersten Halbzeit 3 hinten lagen gegen den Buxtehuder SV, sich dann rangekämpft haben zum 11:11 in der Halbzeit, die zweite Halbzeit gut gespielt haben, 2 Tore in Front waren und jetzt führt der BSV mit einem Treffer 1,5 Minuten vor dem Abpfiff. Ja, Buchse macht's gut. Sie machen's gut. Ja. Lass uns immer festmachen. Ja, und Buchse macht das aber gut. Müller kommt da raus, geht sofort auf die Ballführerin dann, macht sie fest. Michalczyk behält den Ball, denn es läuft die letzte Minute. Also aus Sicht von Blomberg muss es jetzt knallen. Sie haben gar keine andere Möglichkeit, als jetzt zum Torerfolg zu kommen. Oder siehst du das anders? Nee. Wenn man dann noch einen Punkt holen will oder Punkte, dann muss der jetzt rein. Klar kann beim Handball mal viel passieren, aber 45 Sekunden, wenn Buchse den Angriff hat, dann glaube ich, wird schwer. Mist! Ah, das wär's gewesen. So, offensive Deckung jetzt. Alle raus. Ja, müssen ja jetzt was ausprobieren. Brauchen den Ball. Ob du jetzt einfängst oder dir das Ding holst. Alles oder nichts. Team-Timeout für Dirk Leun. Und da bin ich jetzt gespannt, was er uns sagt. Wir hören natürlich rein. Alles
dran denken, wir spielen ausschließlich nach vorne, so ein Zeitspiel. 24 Sekunden. Die Außen breit halten, so lange warten, geht schnell in die Ecke, ja, außen schnell in die Ecke, entscheiden, ob er dann reinlaufen kann. Maxi, Maxi mit Easy oder mit Charlie, Doppelpassspiel, okay? In die Tiefe, nicht bitte, halt den Ball so wenig wie möglich auf dem Boden, spielt den Ball, ja, und lasst euch festmachen. Ich bin auch schön, auf, ja, eigentlich clever, lasst euch festmachen. So nimmt man natürlich viel, viel Zeit von der Uhr. Und im Grundsatz, was soll passieren? Man macht noch einen und führt 22 dann zu 20. Oder wenn es ganz, ganz schlecht läuft, nimmt man den einen Punkt mit. Ja, und was er sagt, zum Tor erstmal gehen, nicht wieder zurück, sonst ist Zeitspiel. Ja, keine Angst haben. Ja, Uhr angehalten, 16 Sekunden noch in dieser Partie. Süchtig. Melanie Falt und jetzt 10 Sekunden noch auf der Uhr. Kommt dieser Tempo-Gegenstoß. Wow. Wahnsinn! Sehr gut. Emeline von Fingerden mit diesem Last-Second-Treffer zum 21-21. Sehr gut. Unglaublich. Ja, Franziska, ich glaube, aber im Großen und Ganzen geht die Partie so in Ordnung, oder? Ja, finde ich auch. Ich war schon sehr ausgeglichen. Mal war eine Viertelstunde Buchse besser, mal Blomberg. Und von daher, glaube ich, ist so ein Unentschieden. Ja, passt einfach. Wir haben schöne Camper gesehen von Buchse. Die waren echt top. 3 Stück, habe ich nicht echt selten. Ja. Und 3 verschiedene auch jeweils. Richtig stark. Aber auch ganz stark von Blomberg, dass sie sich hier wirklich noch in den letzten Sekunden zurückkämpfen und diesen Punkt holen. Ich glaube, das geht so in Ordnung, das können wir unterschreiben. Ja, Franziska, dir vielen lieben Dank, dass du wieder hier warst als Expertin, hast nichts verlernt. Danke. Ja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich gehe gleich runter auf die Platte und gucke mal, ob wir den einen oder anderen Interviewpartner bekommen. Franzi, du kannst noch ein bisschen die Stellung halten, wenn du willst. Ansonsten genieß natürlich hier die Bilder und lern noch oder treff noch ein bisschen alte Leute von früher. Und wir gehen runter. Also machen Sie es gut. Tschüss.